Servus Leute, ja, willkommen zu meinem Lesemonat Februar 2019. Diesmal ist auch mal wieder ein Hörbuch dabei. Mit dem fange ich, glaube ich, auch mal an. Denn das ist von Douglas Adams. Und zwar per Anhalter durch die Galaxis. Ich liebe das Buch, ich liebe die Geschichte und ich wollte einfach mal nach ewiger Zeit, ich wollte mir mal wieder diese Geschichte reinziehen. Und da dachte ich mir, hör sie doch einfach mal an und schau mal, was für eine Stimmung das Hörbuch in dir auslöst. Und ich fand es überraschend geil auch. Es hat mich an alte Zeiten, als ich das Buch vor ewigen Zeiten mal schon mal gelesen habe, hat es mich so versetzt in diese Zeit von vor 30 Jahren oder so. Keine Ahnung, wie lange das her ist. War richtig cool, das mal als Hörbuch sich reinzuziehen. Wenn ihr noch nicht wisst, um was es in ein paar Anhalter durch die Galaxis geht, dann tut er mir leid. Oder googelt mal 42. Was bedeutet 42? Googelt es mal. Danach habe ich mit E-Books weitermachen müssen. Beziehungsweise, was heißt machen müssen? Ich habe mit E-Books weitergemacht, auch wenn ich dieses Buch schon habe. Mit Das Erbe der Macht. Und zwar Onyx-Quader. Das ist der erste Teil. Dann Chronikblut, das ist der zweite Teil. Und Schattendieb, das ist der dritte Teil, beziehungsweise Teil 13, 14 und 15 dieser Buchreihe oder Serie, wie man es auch immer sehen will. Der Teil 13, 14 und 15, die sind quasi in diesem Hardcover vereinigt, in diesem Hardcover-Buch. Die Rückkehr, Schattenloge, das Erbe der Macht. Hat mich sehr, sehr begeistert. Ich lese jetzt gar nicht mal den... Fangt einfach mal mit Das Erbe der Macht an, das zu lesen. Das sind die erste Staffel sind 12 Teile. Dann dieses Buch ist Teil 13, 14 und 15. Ist auch wieder der Hammer, was da Andreas Suchanek geschrieben hat. Erschienen bei der Greenlight Press. Auch ein unglaublich cooler kleiner Verlag, den ich sehr, sehr schätze. Und dann habe ich mir eben diese drei Teile reingezogen als E-Book und ich fand es grandios. Musste ich unbedingt endlich mal das Buch von meinem Freund Thomas Meyer lesen. Der Thomas ist ja ein ganz junger, neuer Autor. Ich habe ein Video über dieses Buch gemacht. Schaut euch doch das bitte mal an, falls euch Thriller interessieren. Psychokillers. Da geht es um einen Protagonisten, der trifft auf vier
Psycho-Killer, die ihn kurzerhand in ihr Team mit aufnehmen. Ja. cool, grandios. Und mich hat es echt überrascht, dass Thomas Meyer, den manche vielleicht auch unter seinem YouTube-Kanal oder YouTube-Namen CEO kennen, dass der so unglaublich gut schreiben kann. Also ich war wirklich überrascht. Und wie gesagt, ich habe ein Video extra über dieses Buch gemacht. Schaut euch doch das Buch mal an, beziehungsweise das Video. Das Buch könnt ihr euch auch anschauen, klar. Ja, und dann muss ich wieder zu diesem Buch zurückkommen, denn dann habe ich Hexenholz gelesen. Das ist auch das Erbe der Macht, und das ist eben der Teil 16, der gerade erst quasi erschienen ist, jetzt Ende Februar, und dementsprechend habe ich mir den gleich auch reingezogen. Hier das Cover. Ja, und schon ist der Februar als kürzester Monat wieder vorbei. Ja, mehr habe ich den Monat nicht gelesen. Wobei, ist ganz anständig eigentlich. Und vor allem waren wahnsinnig coole Bücher dabei. Ja, in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.